Manchmal scheint eine Lösung derart einfach, dass man, hat man sie verstanden, es kaum glauben mag. Wir haben uns herumgeschlagen mit Völkerrecht, Besatzungsrecht, Grundgesetz, der Haager Landkriegsordnung, dem und vielen anderen Strukturen und Gebilden, und dabei eines außer Acht gelassen: Wo steht der Mensch als natürliche Person in dem System? Neue Erkenntnisse weisen darauf hin, dass es in der BRD keine Menschenrechtsverletzungen gibt, weil es dort keine Menschen gibt. Denn juristisch betrachtet verwaltet und missbraucht die BRD unbeseelte Objekte, Dinge, die als natürliche Personen zur Welt kommen, diese dann jedoch zu Personal umgestaltet, juristische Personen eigentlich, doch noch nicht einmal das. Vermerkt im Personalausweis wird der Name statt Familienname und dahinter steht zum Beispiel Max Mustermann. Dabei handelt sich um eine für die natürliche Person Max Mustermann in Vertretung agierende Körperschaft Max Mustermann, welche allerdings durch die besondere Schreibart komplett in Großbuchstaben als Sache aufgeführt wird und ein Bankkonto innehat, Arbeitsverträge abschließt und so weiter. Haften tut dafür die natürliche Person, sofern sie einen entsprechenden Vertrag eingeht. Die Schreibweise für Personen und Körperschaften wird übrigens per DIN 5007 geregelt. Eine Sache ist juristisch gesehen ohne Rechte und kann nach Belieben enteignet, verhaftet und befördert werden, alles auch in der BRD mehr als einmal geschehen. Damit allerdings das System über die Sache, über die juristische Person, auf die natürliche Person überhaupt zugreifen kann, die soll er diese mit dem System, per Unterschrift, einen Vertrag abschließen, in welchem sie anerkennt, dass die, sagen wir juristische Person, Sache, Entität Max Mustermann die natürliche Person Max Mustermann sozusagen betreuen darf, über sie verfügt, und letztere für die Entität birgt und haftet. Ist der Vertrag einmal geschlossen, kann das System über den Menschen, natürliche Person, walten wie es ihm beliebt, denn sie kann ja auf die juristische Person, Sache, Entität zugreifen, ohne Menschenrechte beachten zu müssen. Unglaublich pervers, nur ein Satansbraten denkt sich sowas aus, um Menschen zu unterjochen, und die merken es nicht, weil über die Konsequenzen nicht aufgeklärt wird. Und so unterschreibt fast jeder, er, brav für seinen Personalausweis ohne zu ahnen, dass er, sie damit seine Menschenrechte abgetreten hat. Genau darum die sollte man auch für seinen Personalausweis unterschreiben und anderen Dingen per Einverständnis nachkommen, Hartz IV Einverständniserklärung, damit sie rechtskräftig werden. Ohne unseren Willen geht gar nichts, ist das System machtlos, eine alte Wahrheit wird klar. Die natürliche Person Max Mustermann untersteht dem bürgerlichen Gesetzbuch, bürgerliches Gesetzbuch, sowie dem Grundgesetz und dem Völkerrecht. Die juristische Person, Sache, Entität untersteht dagegen dem Handelsgesetzbuch, HGB, sowie dem Seerecht, Recht der Banken, gleich Kriegsrecht. Daraus leiten sich viele für einen Menschen unangenehme Konsequenzen ab. Kurz und knapp, worum geht es in der Personenstandserklärung? Es geht darum, den BRD-Behörden mitzuteilen, dass ihr artifizielles Objekt gleiche namens Max Mustermann großgeschrieben nicht lesen, nicht verstehen und nicht zur Kenntnis nehmen kann und Max Mustermann, der beseelte Mensch aus Fleisch und Blut, dem von der Verwaltung künstlich kreierten Objekt Max Mustermann, wissentlich, keine Vertretungsmacht erteilt hat noch erteilt. Daraus ableitend verbietet sich wohl dann die direkte Beantwortung, vielleicht sogar noch mit Angabe eines Aktenzeichens oder ihr Schreiben vom in Beantwortung gegenüber BRD-Schreiben generell, soweit man denen dann überhaupt noch antworten will, warum auch, sind ja nicht zuständig. Ich möchte ich hier einige Textpassagen von www.aktionkehrwoche.com, Archives-3202 zitieren. In der Videobeschreibung stehen noch weiterführende Links. In Ihrer Geburtsurkunde steht geschrieben, lesen Sie nach, Name. Da steht nicht etwa Familienname. Also ist das, was da als geboren steht, eine Sache. Und die hat keinerlei Ansprüche auf BGBs und andere Gesetze, Personen betreffend. Und falls da doch Familienname steht, aber der Name im Personalausweis, den Sie bezahlt haben, in Großbuchstaben steht, dann sind Sie trotzdem eine Sache. Wenn Sie auch nur einen Ausweis anwenden, in dem Ihr Name in Großbuchstaben geschrieben steht, wissen Sie, dass der in diesem Ausweis genannte eine Sache ist, die in Ihrem Namen handelt.
Diese juristische Person, die dort abgebildet ist, hält ihr Bankkonto, garantiert ihnen Steuerförderungen, hat geheiratet, ist im Grundbuch eingetragen, kriegt vielleicht Rente oder Arbeitslosengeld oder Hartz IV. Sie dagegen, sie sind rechtlos. Ihnen gehört gar nichts. Sachen haben kein Eigentum. Basta. Was wir bisher herausgefunden haben? Erstens. Sogenannte Behördenleiter der Meldeämter haben uns schriftlich mitgeteilt, dass es die Staatsangehörigkeit Deutschland nicht gibt. Zweitens. Das Vereinigte Wirtschaftsgebiet, genannt Bundesrepublik Deutschland, unterliegt nach wie vor den Schäfgesetzen, dem Überleitungsvertrag unter anderem besatzungsrechtlichen Vorschriften der Siegermächte des WK der Zweite. Drittens. Die Rittersturzkonferenz hat festgelegt, dass das Vereinigte Wirtschaftsgebiet kein Staat sein soll. Viertens. Das letzte Territorium des Deutschen Reiches wurde nie besiegt und hat nie kapituliert, damit existiert das Deutsche Reich genuine und subjektidentisch fort. Fünftens. Die Bewohner des Bundesgebietes sind auf den von der Verwaltung herausgegebenen Personalausweisen nicht mit Familienname ausgewiesen, was auf deren Sachexistenz hindeutet. Was ist uns offenbar an Erkenntnis entgangen? Uns ist entgangen, wie es die Drahtzieher bei den Siegermächten angestellt haben, ihre Kriegsbeute Mensch zu versklaven, ohne dass diese Kriegsbeute sie und ich es bemerkt hat. Erkenntnis der daraus resultierenden Rechtsfolgen. Durch gezielte Handlungsunfähigmachung des Signatarstaates der Hager Landkriegsordnung 1945 haben die Sieger nicht nur Beute gemacht, an Land, Patenten und Maschinen, sondern sich durch Anleihe aus dem römischen Recht. CDM. Capitis de minutio maxima. Gleich. Große Statusänderung, Subjugation, Versklavung, bürgerlicher Tod. Zugriff auf die Arbeitskraft und das Vermögen ihrer Kriegsbeute Mensch verschafft. Der Status CDM bedeutet Mangel an allen Attributen der natürlichen Person wie Rechtsfähigkeit, Geschäfts- bzw. Handlungsfähigkeit in Verbindung mit dem Wohnsitz, Familiennamen, Ehefähigkeit, Testierfähigkeit, Parteifähigkeit, Prozessfähigkeit, Postulationsfähigkeit, Deliktsfähigkeit. Und, ganz wichtig auch, Wahlrechtsfähigkeit. Hinter der erfolgreichen medialen Darstellung als Befreier und Freunde, als demokratische Musterknaben und Gutmenschen, die in einer westlichen Wertegemeinschaft Freiheit und Demokratie verteidigen, ist uns allen entgangen, dass die Drahtzieher in Wirklichkeit ein genial bösartiges System unsichtbarer Versklavung ihrer Kriegsbeute Mensch installiert haben, das sie von den Versklavten selbst installieren ließen und betreiben lassen. Der Personalausweis bestätigt durch Schreibweise des Namens in Großbuchstaben, dass deren Besitzer keine natürliche Person mit Rechtsfähigkeit geben. Bürgerliches Gesetzbuch § 1 ist, sondern eine juristische Person, organlos und damit rechtsfehlerhaft, also nur den Status von Sachen innehabend. In den USA, einer Korporation, wie immer mehr bekannt wird, werden juristische Personen mit Großbuchstaben bezeichnet, gleiches ist auch in deren Subunternehmen BRD zu beobachten. Die Bewohner des Bundesgebietes, Artikel 25 GG, Wahrung, Bewohner, Stadt, Bürger, sind auf den von der Verwaltung herausgegebenen Personalausweisen nicht mit Familienname ausgewiesen, sondern mit Name einer zur Steuerzahlung verpflichteten juristischen Person, eines Objektes, eines Gebildes, einer Sache, Regierungsagentur für Arbeit, Personal, verschuldungsfähige Firma, enteignungsfähiger Bürger für die Staatsschulden. Das bedeutet für Personalausweisinhaber Scheinrechte, Völkerrecht, Menschenrechte, Wahlrecht, Rechtswegegarantie, gesetzlicher Richter, rechtliches Gehör, etc. Realpflichten, Steuern, Abgaben, Gebühren, Bußgelder, Zwangsmitgliedschaften, unerlaubte Handlungen. Dienstleistungen. Nur bei Einwilligung zu alltäglichen unerlaubten Handlungen im Rechtsschein, Personalausweis, Führerschein, Hartz IV, Sozialversicherungskarte, Schulausbildung, Kindergeld, Elterngeld, Rente, Versicherungen, etc. Die folgenden Zeilen werden Ihnen zeigen, dass Sie nun frei werden können. Aber Vorsicht,
Die Drahtzieher dieser genial bösartigen unsichtbaren Versklavung haben dafür gesorgt, dass diese Freiheit in der Unfreiheit kein Zuckerschlecken für die Ausbrecher ist, sondern ganz im Gegenteil, den bei Staatlichkeit unzulässigen bürgerlichen Tod bedeutet und damit in der Folge auch den physischen Tod, denn wie soll ein Mensch, der keinerlei Rechtsgeschäfte mehr tätigen kann, seinen Lebensunterhalt verdienen können? Zur Vermeidung unerlaubter Handlungen im Rechtsschein und zur Begegnung fahrlässiger Unkenntnis können Sie durch eine Erklärung zum veränderten Personenstand und zu den rechtlichen Konsequenzen, kurz Personenstandserklärung, an die Repräsentanten der Besatzungsverwaltung an der Schnittstelle zwischen Verwaltung und verwaltetem Bürgermeister, Stadtverwaltung, Einwohnermeldeamt, diesen mitteilen, dass Sie jetzt Kenntnis erlangt haben über den Trickbetrug mit der juristischen Person gleichen Namens, der Sie wissentlich keine Vertretungsmacht erteilt haben noch erteilen. In Geschäftsführung ohne Auftrag nach bürgerliches Gesetzbuch § 677 können Sie sich wegen Personenstandsänderung und Abwesenheit, Ausfall der staatlichen Stellen in Selbstermächtigung und in Gebrauch ihrer latenten Rechtsfähigkeit mittels einer Personenstandserklärung wieder in ihre Rechte als natürliche Person gehen. Bürgerliches Gesetzbuch § 1 einsetzen. Damit entziehen wir den Akteuren in der Besatzungsverwaltung die formal juristische Grundlage für ihre Übergriffe auf uns als beseelte Menschen aus Fleisch und Blut. Behörden, Ämter, Gerichte, Staatsanwaltschaften, Vollstrecker aller Art, Zöllner, Bankster, etc. haben keine Andockstelle mehr für ihre Vertragsangebote mit scheinrechtsgeschäftlichen Handlungen. Die Personenstandserklärung ist natürlich keine Garantie gegen künftige Übergriffe von Macht aus den Gewehrläufen, aber sie hängt die Latte dafür ein ganzes Stück höher. Was hat eine juristische Person der BRD, Personal, also für Möglichkeiten, die eine natürliche Person hat? Wohl keine. Erstens. Kann Einstein ein Haus kaufen? Nein. Weil er eine Sache Kriegsbeute ist. Zweitens. Kann Einstein eine Menschenrechtsklage einreichen? Nein, weil er eine Sache Kriegsbeute ist. Drittens. Kann Einstein wählen mit Stimmrecht? Nein, weil er eine Sache Kriegsbeute ist. Viertens. Kann sich Einstein auf das Grundgesetz berufen? Nein, weil er eine Sache Kriegsbeute ist. Fünftens. Kann Einstein rechtliches Gehör verlangen? Nein, weil er eine Sache Kriegsbeute ist. Sechstens. Kann Einstein Eigentum haben? Nein, weil er eine Sache Kriegsbeute ist. Nein, weil er eine Sache Kriegsbeute ist. Siebtens. Kann Einstein die Pflicht haben, Steuern zu zahlen? Nein, weil er eine Sache Kriegsbeute ist. Achtens. Kann Einstein eine Stiftung gründen? Nein, weil er eine Sache Kriegsbeute ist. Neuntens. Kann Einstein mit anderen Steinen Verträge abschließen? Nein, weil er eine Sache Kriegsbeute ist. Sie sind ebenfalls eine Sache, Kriegsbeute, und deshalb niemals Vertragspartei und völlig rechtlos, solange Sie den Personenstand Sache nicht korrigieren. Zehntens. Kann Einstein ein Herz haben? Nein, weil er eine Sache ist. Sie sind ebenfalls eine Sache, Kriegsbeute, und deshalb immer Opfer und völlig rechtlos. Solange Sie den Personenstand Sache nicht korrigieren. Anonymous hat und wird immer den freien Fluss von Informationen unterstützen. Anonymous hat daran gearbeitet, die Lügen und Korruption zu entlarven und wird dies auch weiterhin tun. Wir sind Anonymous, wir sind viele, wir vergeben nicht, wir vergessen nicht, erwartet uns.